Ja, Max Jakob, der Doyen der Wärmeübertragungsforschung. Da haben wir ihn im Alter von 60 hier in Amerika. Er ist mit 58 emigriert. Der Max Jakob Award gilt quasi als der Nobelpreis der Thermodynamik. Das ist habe ich mehrfach so gelesen, ist vielleicht eine leichte Überschätzung, aber jedenfalls der mit Abstand wichtigste Preis in der Thermodynamik, der nach ihm benannt ist seit 1961. Das Interessante bei Max Jakob ist, dass eigentlich sein eigentlicher wissenschaftlicher Durchbruch erst in den USA stattfindet, nicht an der PTR. Ist natürlich hier auch eine ganz bekannte Größe, aber die heute zitierten Aufsätze, Bücher sind eben nach 1937, also wo er im Alter von 58 herübergeht, und insofern nochmal eine sehr glückliche Phase. Er war überhaupt ein glücklicher, optimistischer, dankbarer Mensch. Also ein interessanter Fall, weil wir ja viele Vertreibungen haben, wo dann eigentlich es auch in dem wissenschaftlichen Output stark nach unten geht. Ja, hier sehen Sie quasi seinen Versuch, sich da als Amerikaner einzupassen. Er sprach gar kein Englisch vorher. 1935 wurde er entlassen, dann hier an der PTR lernte dann Englisch, seine Tochter brachte ihm das bei, die lasen Dorothy Thayers Romane, und dann eben 1936 am Frühjahr die erste Vortragsreise, wirklich von Berkeley bis Princeton einmal quer durch, und dann ein halbes Jahr später nimmt er dann eine gute Position am Illinois Institute of Technology in Chicago an, als Forschungsprofessor, also da so als Amerikaner hier, aber doch als typischer deutscher Bildungsbürger. Hier sehen Sie ihn auch noch mal zweimal, ein bescheidener Mensch, ein sehr unprätentiöser Mensch, musikalischer Mensch, ein insofern typischer deutscher Bildungsbürger, würde ich sagen. Ja, ich habe den Vortrag ja genannt, wenn man noch mal zurückgeht, Bringing Aeronautics to America, war ein Buchtitel, und ich hier Wärme, wie die Wärmeübertragungsforschung nach Amerika kam. Und dieses Buch, was mich damals sehr angeregt hatte, 1991 von Paul Handle, Bringing Aeronautics to America, ist quasi ein Buch darüber, wie Theodore von Karman, hier sehen wir ihn links noch als Professor in Aachen, rübergeht nach Kalifornien, schon in den späten 20er Jahren, ich glaube 26 oder 28, auch quasi eine Vertreibung schon, er ist Jude und sozusagen kann schon in Aachen, also spürt das so deutlich, dass er eben rübergeht. Sein, sagen wir mal, wissenschaftlicher Partner und Konkurrent Prantl, der auch große Angebote in den USA hat, bleibt in Deutschland. Das führt auch zu einem Spannungsverhältnis. Übrigens auch ein bisschen bei Max Jakob. Also wenn die sich sehen, dann 40, 41 oder 39 gibt es Tagungen, wo sie in den USA, wo Prantl da ist, auch eisig das Verhältnis, aber auch zwischen den beiden. Also diese sagen wir mal, Weg einer sehr anwendungsorientierten Forschung, den Prantl entwickelt in Göttingen und Karman in Aachen, die das herüberbringen in die USA, die dann sehr schnell weltführend wirklich in der Strömungsmechanik werden, Pasadena. Und dieser Transfer ist in diesem schönen Buch von Paul Handle beschrieben, und das Gleiche gilt eben auch für die Wärmeübertragungsforschung und Max Jakob, der einen Forschungsstil mitnimmt und damit in Amerika einen wahnsinnigen Erfolg landet. Während er hier an der PTR immer Probleme hatte, ich gehe darauf noch näher ein. Ja, das ist jetzt Jakob Lienhardt, ein berühmter Thermodynamiker aus den USA. Ich zitiere mal aus so einer, das war eigentlich so eine Art Fernsehsendung, The Engines of Ingenuity. Jakob's Move proved to be terribly important for us. America was far behind Germany in its understanding of heat flow, and we were working hard to make up ground. Jakob gave us the first direct conduit to that knowledge, schreibt er im Rückblick. Hier haben Sie jetzt mal wichtige Bücher von Jakob. Das erste wichtige kommt 1942 heraus, dann 1949 Heat Transfer Volume 1 und praktisch zum Zeitpunkt seines Todes Heat Transfer 2, da steht dann schon The Late Max Jakob rechts, da hat er quasi die Publikation gerade nicht mehr erlebt.
56. Ja, hier haben wir den Max Jakob Award und ja, es ist nicht nur so, dass Max Jakob von dem Weg in die USA extrem profitiert, sondern es gibt auch interessante Rückflüsse. Also damit will ich in keinster Weise die Vertreibung irgendwie kleinreden, gar nicht, sondern nur zur Kenntnis nehmen, dass es eben diese Rückflüsse gab. Und er kommt ja aus München, ich werde darauf gleich noch näher eingehen, aus dieser Knoblauchschule, natürlich mit Linde, enges Verhältnis, der ihn immer sehr gefördert hat. Und der Münchner Lehrstuhl für Thermodynamik ist sozusagen der einzige Ort, wo Max Jakobs Award Preisträger sind, nämlich eben Ernst Schmidt, Ulrich Griegel und Franz Mayinger, alles sozusagen Lehrstuhlinhaber vom Lehrstuhl Thermodynamik von der TU München. Ich will jetzt nicht die Vergabepraxis kritisieren, aber es ist zumindest auffällig, dass die alte Alma Mater sozusagen von Max Jakob hier sozusagen dreimal zum Zuge kommt. Es sind aber alles drei wichtige Vertreter und der Lehrstuhl Thermodynamik in München ist der wichtigste Lehrstuhl für Thermodynamik, immer in Konkurrenz zu Dresden, aber ich würde schon sagen dominant. Ich weiß nicht, ob es da in der Technikwissenschaftsgeschichte vielleicht auch einen kleinen West-Ost-Konflikt geben könnte in der historiografischen Bewertung. Dresden hat natürlich auch immer eine große, große Bedeutung. Ja, wieso ist diese Geschichte quasi anders gelaufen, dass die Vertreibung, war natürlich Entlassung, eine Vertreibung, die bei ihm praktisch eigentlich zu einer Entfaltung führte und das ist jetzt der zweite Teil meines Vortrags. Also das Ganze beginnt im Institut für Technische Physik in München und diese Gründung ist eigentlich eine quasi, ja, kann man fast nur individualpsychologisch deuten, eine Reaktion auf die Gründung des Instituts für Technische Physik in Göttingen. Das ist ja diese Felix-Kleinsche Gründung, wird vielen von Ihnen was sagen, wo er sagt, die Naturwissenschaften bilden die Generalstabsoffiziere der Technik aus und die technischen Hochschulen die Unteroffiziere, war so ein Satz von Felix Klein, konnten sich die technischen Hochschulen natürlich überhaupt nicht mit abfinden. Aber seine Gründung des Instituts für Technische Physik an der Uni Göttingen war eben ein Versuch, das quasi auch die Anwendungsseite deutlich zu machen. Göttinger Vereinigung, die dann zur Kaiser Wilhelm, ist ja eigentlich die Vorläufergesellschaft der Kaiser Wilhelm Gesellschaft wird. Und Linde, den hatte er identifiziert als notorisch erfolgreich, ein Industrieller, aber sozusagen war Professor von 1868 bis 1879 für theoretische Maschinenlehre, dann nannte er das um in Thermodynamik, aber 1979 stieg er aus und gründete seine Gesellschaft für Lindes Eismaschinen, die heutige Linde AG, also eine wunderbare Firma, German Engineering at its best, über 50.000 Mitarbeiter, ein DAX-Konzern. Ich habe ja selbst die Geschichte der Linde AG geschrieben, ist im Beck Verlag erschienen und auch bei Palgrave Macmillan und bin ein bisschen verliebt in die Firma durch die langjährige Beschäftigung von Ingenieurinnen, Ingenieuren, eigentlich gendergerecht, aber es waren wenig Frauen beteiligt, geprägtes Unternehmen. 100 Jahre waren Mitglieder der Familie Linde, die selber nie Kohle hatten, es ist ein Pastorenhaushalt, die Vorstandsvorsitzenden. Und dann verändert sich der Charakter nach dem Ende des letzten Lindes 1976, also dem Ausstieg von Hermann Linde als Vorstandsvorsitzender, etwas. Und jetzt geht ja sogar der Sitz dieses DAX-Unternehmens nach London, was ein bisschen schade ist mit einer Fusion eines amerikanischen Unternehmens. Ich bin ein bisschen abgewichen, Entschuldigung, nochmal zurück zum Institut für Technische Physik in Göttingen. Also das war ein strategischer Versuch. Und Linde war berufen, aber hat abgesagt, weil er gibt schöne Briefe, sagt, ich kann im Grunde genommen gar keine Mathematik. Ja, er hat da sowieso nur 3 Jahre studiert, ist bei einem Studentenprotest in Zürich rausgeflogen, hat gar keinen Abschluss, aber immerhin 3 Jahre hatte er studiert, wurde zwar später Professor war mathematisch nicht sehr gebildet aus eigener Selbsteinschätzung und hatte sich das gar nicht zugetraut, sagt den Kollegen in Göttingen, dass die machen mich fertig, sag ich mal unter uns. Und hat dann aber dieses Momentum quasi, seine Firma gab das finanziell her, zu einem Münchner Institut für Technische Physik dann umgesetzt, was seine Stiftungsmittel war. Er hatte dann noch die MAN besorgt, die gaben auch noch Geld, aber die bauten seine Kältemaschinen, die waren ihm verpflichtet. Und
Dieses Institut wurde dann von Oskar Knoblauch ab 1904 geleitet, also ungefähr 10 Jahre später. Und da stieg halt Max Jakob ein. Also dieses Institut, ich nehme hier mal ein paar wichtige Schüler, Nusselt, Schmidt, Hausen, Erck, also ist es eine wirkliche Pflanzstätte. Und es hatte einen relativ industrienahen Approach. Also es gab auch das Forschungsheim für Wärmeschutz. In Personalunion wurde das geleitet vom Direktor des Instituts für Technische Physik. Und da merkt man schon am Namen, dass sozusagen das sehr anwendungsorientiert war. Ja, schon der Weg von formal waren die Leiter bis 1934 übrigens Knoblauch und Linde, bis zu seinem Tod, war er immer Co-Direktor, aber sagen wir mal, als natürlich der eigentlich, also er prägte das schon mit, aber jetzt nicht operativ. Allerdings gab er dem Knoblauch den Tipp, den Max Jakob einzustellen. Interessanter junger Student, hatte 2 Abschlüsse gemacht. Achso, das ist auf der nächsten Seite. Ich komme gleich nochmal zurück zu der Gesellschaft für Deutsche. Nee, warte mal, falsche Seite. Warte mal. Okay, dann habe ich das hier irgendwie. Ah nee, ist noch eins weiter. So, Entschuldigung, muss mal ein bisschen springen. Nicht so gut geordnet. Er hatte ein Diplom in Elektrotechnik und im gleichen und ein Jahr später auch in technischer Physik gemacht und machte dann eine Dissertation in der Elektrotechnik. Übrigens also eigentlich eine batterieelektrische Frage. Heute wäre das ganz modern. Mit einem enttäuschenden Genügend bei dem Lehrstuhlinhaber für Elektrotechnik Osana. Also eigentlich mit einer schlechten Diss, aber er war vorher in seiner Diplomarbeit positiv aufgefallen, dem Knoblauch und Linde, und der stellte ihn dann nach dieser schlechten Diss sozusagen als wissenschaftlichen Mitarbeiter in dem Institut für Technische Physik ein für die Wärmeübertragungsforschung. Ganz anderes Thema. So durfte man damals noch hin und her springen. Wunderbar eigentlich. Und wurde dann dort eben letztlich der bedeutendste Vertreter des Fachs. Ja, hier haben Sie nochmal diese Gründung des Münchner Instituts. Und jetzt muss ich einmal doch nochmal zurück zu diesem anderen, weil ich da noch was sagen wollte. Warte mal, geht das jetzt? Ist das jetzt rückwärts? Nee. So rum. Im Kontext, das sage ich nur mal als Kontextinformation, gibt es die Bewegung der Gründung der Gesellschaft für Technische Physik. Die entsteht in Deutschland in gewisser Weise als Konkurrenz zur Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Das ist denen zu Grundlagen orientiert. Sie sagen, das ist letztlich alles im Kontext auch noch von Felix Klein und Generalstabsoffizieren. Wir sind eigentlich auch für den industriellen Aufstieg verantwortlich. Und die Deutsche Gesellschaft für Technische Physik hat 1930 mehr Mitglieder als die DPG. Also muss man sich klar machen, dass das eine irre Bedeutung hatte. Dann allerdings in der Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das fusioniert. Ich würde allerdings sagen, es gab dann immer eine Dominanz der sozusagen 1930 kleineren Gesellschaft. Ich bin Ingenieur, Thermodynamiker selbst und habe da vielleicht selbst auch eine Position, die ich etwas zurückhalten muss. Ja, das ist sozusagen, und natürlich in gewisser Weise die Gründung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt gehört auch in diese Großwetterlage, in diese Bewegung einer technischen Physik. Also, und hier gab es ja auch, hier wurden Millionen von Thermometern getestet und so weiter in den 20er Jahren. Sowas würden Sie heute, glaube ich, nicht mehr machen. Das war eine Kombination, ne? Siemens natürlich ganz stark als Impetus, der wie Linde diesen Phänotyp auch des Forschers und sozusagen technischen Erfinderunternehmers repräsentierte. Ja, er war natürlich zugleich ein typischer Vertreter, sagen wir mal, des deutschen Bildungsbürgertums. Deshalb jetzt mal hier ein Zitat von Max Jakob selbst über Linde, so ein bisschen antiamerikanische Tendenzen hat, wie es bei Thomas Mann etwa in den 20er Jahren auch sehr typisch ist. Kulturnation, also eine positive Verständnis des deutschen Sonderwegs. Wir haben ja heute praktisch nur noch die negative Konnotation des deutschen Sonderwegs hin zum Nationalsozialismus im Hinterkopf. Aber in den 20er Jahren sah das anders aus. Also ich lese das Zitat gerade mal. Das ist zum 75. von Linde 1917. Linde war allerdings
noch über 90 Aufsichtsratsvorsitzender auch aktiv seines Unternehmens. Also es ist eine sehr langlebige Familie sowieso. Auch der Sohn und der Enkel und so, die sind immer so klassisch bis 80 Vorstandsvorsitzender und bis 90 Aufsichtsratsvorsitzender. Ist so, weil heute ginge das, glaube ich, auch nicht mehr. War aber erfolgreich. Ja, ein Unternehmertum wie das von Linde oder das von Siemens, dem die wissenschaftlichen Grundlagen seiner Erfolge stets ebenso viel und mehr galten als die Erfolge selbst, musste frei bleiben von allem Amerikanismus. Es behielt wesentlich deutsche Züge. Zu diesen rechne ich auch, dass Linde, so sehr er in seiner wissenschaftlich-technischen Tätigkeit aufging, doch selbst darin nicht unterging. Und das ist jetzt nochmal quasi an Fasten, sozusagen wird hier appelliert an Alexander, Wilhelm von Humboldt, Neugier und auch, ich weiß nicht, ob Sie dieses, wird ja häufig zitiert, dieses berühmte Zitat von Richard Wagner aus den 1860er Jahren, was deutsch ist. Deutsch sein heißt eine Sache um ihrer selbst willen tun. Also das heißt, ich mache mein Opernhaus nicht fürs Publikum, ich mache das nur für mich. Faktisch hat er natürlich ein riesiges Opernhaus gebaut, das war ihm schon ganz wichtig. Man konnte das irgendwie miteinander verbinden. Linde war ja auch ein erfolgreicher Unternehmer, Siemens auch. Aber wenn man sie gefragt hätte, hätten sie gesagt, nein, ich mache das aus Neugier. Ich bin eigentlich im Kern ein Forscher und das Gut, der unternehmerische Erfolg, der ist fast zufällig gekommen. Das war die Inszenierung und das war natürlich auch ein Vorbild an der Stelle für Max Jakob, der diese industrielle Anwendung drin haben wollte. Da war er eben an der Stelle fast mehr Linde-Schüler als Knoblauch-Schüler und auch von Linde immer stark gefördert worden ist. Linde hat ihn auch in die Physikalisch-Technische Reichsanstalt reingedrückt sozusagen. Er war Kuratoriumsmitglied seit 1895 und sein Einfluss, das war auch natürlich eine Frage, schon auch als Jude brauchte man auch Backing. Ich habe ein Anninstitut, wir haben eine Villa in Dahlem, wo das drin sitzt, gekauft. Das ist Julius Morgenroth. Der war also außerordentlicher Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universität. Das war auch oft so viel, sehr Erfinder eigentlich der Chemotherapie, aber 1926 schon verstorben, mit 50. Dass viele von den Professoren an der Friedrich-Wilhelms-Universität eben nicht den Lehrstuhl hatten, sondern die außerordentlichen Professoren waren, auch wenn sie super erfolgreich waren. Ne? Dann also als Juden. Das nur noch zu der Bemerkung, der Diskussion eben. Ja, also dieser Stil, den lernt er quasi in dem Institut für Technische Physik und den, ging das jetzt in die richtige Richtung? Ja, und den führt er dann auf Wunsch von Emil Warburg quasi an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt ein. Oder er soll es einführen, als er kommt. Der sagt ihm, mach das, was du in München gelernt hast, hier. Wir machen jetzt ein Labor für Wärmeforschung und auch das hier mit dem Forschungsheim für Wärmeschutz. Das ist natürlich sehr anwendungsorientiert. Nein, mach das. Und er macht es auch. Also er gründet dieses wärmetechnische Laboratorium, er gründet im VDI, hat immer eine sehr enge Beziehung zum VDI, den Ausschuss für Wärmetechnik da, er gründet die Zeitschrift Forschung, er macht das Handbuch Chemieingenieurwesen mit 14 Bänden, von 32 geht es los bis 39, da ist er schon in den USA, gibt er aber noch von USA aus weiter raus, ist sozusagen ein wichtiges Handbuch. Doch dieser Stil setzt sich, ist mein Eindruck, aber vielleicht kann Herr Hoffmann da auch nochmal widersprechen, letztlich an der PTR nicht durch, weil es ist etwa zeitgleich mit Walter Meißner, der immer viel mehr Aufmerksamkeit hat, der natürlich durch die Tieftemperaturforschung, auch einen engen Kontakt zu Linde übrigens, weil der baut, Linde baut den Heliumverflüssiger, ist der dritte ja weltweit. Meißner geht dann später auch als Professor an das Institut für Technische Physik nach München und killt dort diesen Stil wiederum. Also er ist grundlagenorientierter. Und der erfährt immer die Aufmerksamkeit und hat mehr Stellen, mehr Geld sozusagen. Jakob muss eigentlich immer kämpfen und hat dann einen Mitarbeiter noch einen halben mehr und so. Doktorandengeld von. Obwohl ja eigentlich mit dem Industriegeld könnte man sich denken, dass das vielleicht auch, da war er dann doch nicht so unternehmerisch sozusagen offensichtlich begabt. Ja, also während sich, jetzt kommt der nächste, meine nächste These. Während sich eben dieser anwendungsorientierte Forschungsstil in Berlin von der physikalischen Forschung Walter Meißners als zu praxisnah abhob,
galt er in den Vereinigten Staaten ganz anders als der theoretisch profilierteste Wärmeforscher. Also er war praktisch hier war er eher auf der anwendungsorientierten Seite ein bisschen bäbä, und in den USA war er aber der theoretischste Kopf, obwohl er sich gar nicht geändert hatte. Aber die Randbedingungen hatten sich ja völlig geändert. Und seine dann thermodynamisch geschulten Absolventen in Illinois am Heat Transfer Lab, was er dann dort gegründet hat, ich meine mit 60, schon beeindruckend, setzten sich eben sehr schnell gegen ältere praktische Schulen in der Wärmelehre in den USA durch, hat dann praktisch seine Leute abgesetzt an die Berliner, an die führenden amerikanischen Universitäten. Ne? Ja, das war die These, die ich eigentlich versuchte herüberzubringen. Ich glaube, die ist deutlich geworden. Ich sage noch kurz einen letzten Satz zu ihm. Warte mal. Ich bin mit dem Vorwärts und Rückwärts hier auf Kriegsfuß. Ja, das war jetzt nochmal ein Zitat von seiner Tochter Elizabeth Jakob. Geht so. Wo der Mann nochmal geschildert wird. What would a man, das schreibt sie 1990 allerdings, a man who never learned to drive in den USA. Er blieb da schon der, hoppla, nochmal. Who never learned to drive and who only reluctantly acquired a telephone and a radio, have made in this exciting world. Da reagiert sie jetzt auf die sozusagen 80er Jahre, 90er Jahre. Oder Ende der 80er Jahre. Also wirklich ein im Grunde genommen konservativ geprägter Bildungsbürger, musikalischer Mensch, aber mit diesem anwendungsorientierten Stil, den er in München gelernt hat, hier mit, sage ich mal, Erfolg, aber nicht wirklich durchschlagendem Erfolg, langjährig praktiziert hat und in den USA dann zum Superstar der Thermodynamik wurde. Vielen Dank. Ja, recht herzlichen Dank für den auch sehr illustren Vortrag und spannende Einblicke in einen Vertriebenen und den großen Durchbruch dann in Amerika. Fragen aus dem Publikum? Nur eine kleine Frage zu dem schönen Background, den du uns geschildert hast, die Institute für Technische Physik. Göttingen an der Uni, in München an der Technischen Hochschule. Genau. Die Generaloffiziere und die Unteroffiziere. Ja. Also vielleicht kannst du das nochmal kommentieren. Wie kommt das? Das war ja schon sozusagen die Gegenbewegung der Technischen Hochschulen. Also für die, die das vielleicht nicht so im Blick haben, der berühmte Theorie-Praxis-Streit an den deutschen Technischen Hochschulen wogte hoch und am stärksten hier an der Technischen Hochschule Berlin ab 1895, und da war diese Gründung des Instituts für Technische Physik in Göttingen auch ein gewisser Auslöser. Und die technischen Hochschulen sagten, nein, wir sind natürlich die Generalstabsoffiziere und wir machen die technische Forschung. Was ihr macht, das braucht keiner, sage ich mal so hart. Und von daher dann diese Orientierung auf empirische Forschung und eine Abwendung von der Theorie. Also hier an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg, die damals, kann man schon sagen, die führende technische Hochschule der Welt war. Es gibt auch viele amerikanische Universitäten, die in ihren Statuten haben, modeled after the statutes of the Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg. Die kriegte ja am 1. Januar 1900 das Promotionsrecht auf persönlichen Wunsch des Kaisers gegen den erbitterten Widerstand der deutschen Universitäten. Die sagten, jetzt ist das Ende der Wissenschaft gekommen. Der Titel musste in deutschen Buchstaben Dr. Inc. ja bis 1945 geschrieben werden, weil Latein keine Voraussetzung auf den Rahmen und so weiter. Der sollte abgewertet werden. Die Ingenieure haben das aber dann wie Made in Germany, Dr. Inc., sozusagen so ein umgewerteter Minderwertigkeitskomplex. Nee, unser ist sogar besser. Und als das hier passierte in Promotionsrecht in Berlin, da wurde erst einmal die Mathematik halbiert in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen und die Zeit wurde in die Werkstätten und Labore gesteckt. Und das war dann hier, Rollo musste abtreten, als der war sozusagen eher auf der theoretischen Seite, der wollte keine Labore, und Alois Riedler wurde der neue Rektor und hat dann eben die
Theorie halbiert, die Empirie gefördert und damit der Technik überhaupt die Forschung ermöglicht. Also dieses Münchner Institut ist quasi in diesem Kontext zu sehen als ein quasi Gegenschlag gegen diesen Usurpationsversuch aus Göttingen. Hinten war noch mal eine Frage. Vielleicht eine etwas freche Frage. Glauben Sie, dass diese Unterscheidung zwischen deutschen und amerikanischen Forschungs- und bis hin zu Lebensstil tatsächlich Wasser hält? Um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, ist es also insofern kein Zufall, wenn Elon Musk denn im brandenburgischen Sand da auf einmal aktiv wird. Ja, ich finde den Begriff des Stils eigentlich sehr geeignet, um quasi Stilvergleiche zu machen. Sicherlich ist das im Max-Weberschen Sinne ein Typus, also die Realität ist immer was anderes. Also dann sagt man, diese Kirche ist an der Stelle vielleicht nicht mehr ganz spätgotisch, sie hat schon Elemente von Frührenaissance oder irgendwie so. Also der Stil ist ja nur quasi ein Vergleichsraster im Kopf, wenn man jetzt mal über Kunststile spricht, um dann die Realität daran zu messen oder zu vergleichen. Und insofern denke ich, macht es durchaus Sinn, auch wenn es, gebe ich Ihnen zu, muss aufpassen, dass das keine chauvinistischen Untertöne bedient, ne? Deutscher Stil oder amerikanischer Stil. Aber hier ist ganz stark erkennbar, dass die quasi der Stil, den Jakob mitbringt, völlig anders ist, als was in den USA überhaupt bekannt ist, aber sofort als besser wahrgenommen wird und als deutsch. Ja? Und deshalb habe ich mir erlaubt, das sozusagen auch mit diesem aus der Kunstgeschichte importierten, ich weiß, in der Kunstgeschichte, die wollen den Begriff loswerden, aber wir in der, sagen wir mal, jetzt mal Technik- und Wissenschaftsgeschichte, wir haben ja nicht diese 100-jährige Reflexion über den Stilbegriff, den die schon drauf haben, wir können ihn ja jetzt mal 100 Jahre benutzen und dann kritisieren. Herr Hoffmann. Du musst auch noch mal einen kleinen Bogen zur PTR schließen. Wir beide haben ja noch die Tochter erlebt. Genau. Und es gibt, ich weiß nicht, hast du das Zitat, wo sie sagt, dass die PTR für ihn erledigt war? Ja, das hatte ich da auch kurz. Er sagte, als er ging, hat er eben sich von seinem Werkstattmeister, von seinem Doktoranden verabschiedet, aber von Kollegen und von der Führungsmannschaft grußlos rausgegangen. Ja, ganz stolze Reaktion, sag ich mal. Ja, ich muss sagen, er war tief getroffen, obwohl er danach, sozusagen, kann man fast sagen, jetzt dank der Vorarbeiten in der PTR sozusagen noch. Natürlich. Und das ist auch der Grund, als wir auf der Yacht sozusagen nach dem Nachlass waren. Sie war vollkommen einverstanden, dass das an die dass der Nachlass ans Deutsche Museum geht. Und ich hatte die Frage, würde es auch an die PTR gehen? Sagst du nein. Also nicht mal eine Kopie. Die Kopie ging dann sozusagen ans Zentrum Judaicum. Da war denn die, nochmal so diese Immigrantengeschichte hier nochmal einzubringen. Das Verhältnis nach München war immer sehr gut. Er hatte auch gehofft, dass er eigentlich der Nachfolger von Knoblauch, ich hatte das in der einen Folie eben übersprungen, wird. Das war in gewisser Weise naheliegend. Und dann wurde es ja Walter Meissner, der dann auch drüben das Institut verändert hat. Das hat ihn schon 34, aber das waren dann eben schon Zeiten, in denen ihm auch, aber er hatte das, schreibt er auch in einem Tagebuch, gehofft, das hat ihn auch schon getroffen. Walter Meissner hat ihn dann im Januar 34 hier besucht und gesagt, die nehmen mich sozusagen, und zu Hause besucht. Was wollte ich dann noch sagen? Ja, das Verhältnis zu Linde. Also Linde starb 34, Karl von Linde, aber die beiden Söhne Fritz und Richard waren dann die Vorstandsvorsitzenden. Und Richard war mehr der theoretische Kopf und der hatte das engere Verhältnis zu Max Jakob und schaltete sich auch ein. Also es gibt in den Briefen auch Briefe, wo Richard sagt, weil ein entfernter Verwandter, also so entfernt leider auch nicht, war Hess von den Lindes. Das regeln wir über den Hess, dass du hier bleiben kannst. Ne? Gibt's,
Aber Max Jacobs schreibt in seinen Tagebuchnotizen auch, für den Fall der Fälle habe ich diese mögliche Hilfe immer im Hintergrund gehabt. Auch als er emigriert, dann ist es so, dass sie ihn nicht rauslassen wollen. Und dann ist auch nochmal die Überlegung, schalten wir Hess ein, aber dann ist es doch nicht notwendig, und es ging. Also das Verhältnis zu Linde, und das heißt damit das Münchner Verhältnis, das war eben unbelastet.